Hallo und herzlich willkommen zum Baubericht der Schlepper Saturn und Eisbär. Es sind Modelle im Maßstab von 1 zu 250 und wurden herausgegeben vom MDK Verlag. Der Bausatz besteht aus zwei Bogen DIN A4 und wird in einer Plastikhülle geliefert. Er kostet 4,80 Euro. Im ersten Blatt wird das Modell vorgestellt. Und auf der Rückseite ist eine sehr gute Bildbauanleitung. Auf dem zweiten Bogen befinden sich die beiden Modelle. Es sind nur kleine Modelle. Sie sind aber trotzdem eine Herausforderung. Der Vorteil ist bei diesen kleinen Modellen, dass man sie nach der Fertigstellung irgendwo dazustellen kann und keinen Platz wegnehmen. Fangen wir also an. Die Modelle vom MDK haben kein Spantengerüst, deshalb schneiden wir zuerst die Rumpfflächen sorgfältig aus und verstärken sie. Ich lasse sie dann über Nacht richtig austrocknen, bevor ich sie weiter bearbeite. In der Zwischenzeit beginne ich die verschiedenen Aufbauten zusammenzubauen und lasse auch sie richtig austrocknen. Dann geht es Schlag auf Schlag. Der Rumpf ist schnell fertig, die fertigen Aufbauteile oben drauf. Dann kommt die Ankerwinde und die Trossenabweiser und der Schornstein. Ganz zuletzt kommen die Gummireifen an die Bordwand. Die schwärze ich allerdings am Rand nicht ein, damit sie an der schwarzen Bordwand auch sichtbar bleiben. Das Modell ist eigentlich fertig, aber es fehlt ein Mast. Auf der Bauanleitung ist auch keiner eingezeichnet, aber ein Schiff ohne Mast, gibt's das wirklich? Nein, das gefällt mir so nicht und so baue ich mir schlecht als recht hinter der Kajüte einen kleinen Mast aus Bordmitteln. Das heißt, ich nehme eine Heftklammer und schneide sie mir so zurecht. Damit ist die Saturn fertig. Ich habe 2 Tage dafür gebraucht und es hat Spaß gemacht. Dann kommt der Eisbär an die Reihe. Da der Bau im Prinzip genauso abläuft, fasse ich mich hier einmal sehr kurz. Der Schlepper Saturn wurde 1908 in Hamburg gebaut und kam 1939 nach Stettin. Im Jahr 1945 verlegte der Schlepper auf der Flucht vor den Russen nach Stralsund, wo das Schiff dann bis 1955 verblieb. Die Saturn kam dann als Werftschlepper zur Warnow-Werft nach Rostock und blieb dort bis 1979 im Einsatz. Anschließend wurde der Schlepper dem Schifffahrtsmuseum in Rostock übergeben und kann heute dort besichtigt werden. Der Schlepper Eisbär wurde 1953 im Rahmen eines Jugendprojektes aus Wrackteilen zusammengebaut und war anschließend lange Zeit als Werftschlepper auf der Neptunwerft in Rostock im Einsatz. Er wurde 1964 außer Dienst gestellt und verschrottet. Damit endet auch der Bericht. Ich bedanke mich für euer Interesse und sage Tschüss und auf Wiedersehen.